So, und das ist es, das allerletzte Kapitel, das ist eine Tautologie, das letzte Kapitel der Vorlesung. Ja? Wir wollen ein bisschen drüber sprechen, wie man Binomialkoeffizienten abschätzen kann. Das ist ziemlich nützlich, wenn man später in Algorithmen mit Binomialkoeffizienten arbeitet und da ein bisschen Abschätzung treffen muss. Sie werden das in weiterführenden Veranstaltungen sehen. Was wir beobachten ist, wenn wir uns das Pascalsche Dreieck, ich schreibe es mal in dieser Form hier auf, anschauen, ist, also das soll eine 2 sein, jetzt muss ich richtig rechnen, so, 1, 4, 6, 4, 1 und so weiter, ja, Sie können das ja mal selber ausfüllen. Also Beobachtung ist, zur Mitte hin werden die Werte der Binomialkoeffizienten immer größer und dann symmetrisch, hier können wir so eine Spiegelachse einzeichnen, also hier wird es größer und symmetrisch in gleicher Weise fallen die Binomialkoeffizienten hier auf der anderen Seite wieder ab. Die Eigenschaft, die kann man ganz leicht nachrechnen und das wollen wir mal schnell tun als leichten Einstieg. Also die Frage ist, die wir uns stellen, für welche k wachsen die Binomialkoeffizienten? Also für welche k gilt, dass n über k minus 1 kleiner ist als n über k? Das, was hier auf der linken Seite steht, ist der Vorgänger in dieser Zeile von dem Eintrag hier, wenn man sich das so vorstellen will. Gut, wie beantworten wir die Frage? Dazu verwenden wir die zweite Absorptionsregel. Ich nenne es mal Absregel. Im Skript hatte die Nummer 66. Und was diese Regel gesagt hat, war, n über k kann ich schreiben als n minus k plus 1 geteilt durch k mal der Binomialkoeffizient n über k minus 1. Ja, und Sie sehen jetzt schon, warum wir diese Regel verwenden wollen, weil hier haben wir die Binomialkoeffizienten n über k und n über k minus 1 drinstehen, so wie in unserer Frage hier drüber. Das heißt, jetzt können wir die Frage beantworten. Ich will also wissen, wann ist n über k minus 1 kleiner als n über k? Und das ist genau dann der Fall, wenn n über k minus 1 kleiner ist als, jetzt schreibe ich eben statt diesem n über k das hier ab. Ja, das ist das Gleiche. Also n minus k plus 1 geteilt durch k über, sorry mal, n über k minus 1. So passt's. Okay. Und jetzt sehen wir schon, jetzt haben wir auf beiden Seiten n über k minus 1. Das können wir entsprechend ja, wegkürzen, sagt man in Ungleichungen nicht. Was ich machen werde, ist, ich teile durch n über k minus 1. Ich weiß nämlich, dass das ungleich 0 ist, dann darf ich das machen. Ja? Was dann dran stehen bleibt auf der linken Seite ist 1 und auf der rechten Seite n minus k plus 1 geteilt durch k. So. Soweit, so gut. Wir haben hier allerdings in der Frage gestellt, für welche k. Das heißt, diese Ungleichung müssen wir irgendwie nach k auflösen. Was wir machen können ist, wir multiplizieren das Ganze mit k. Dann habe ich k ist kleiner als n minus k plus 1 dran stehen. Das ist schon mal ganz nett. Allerdings habe ich jetzt wieder auf beiden Seiten ein k. Das löse ich, indem ich dieses k auf der rechten Seite wegbekomme. Also ich addiere auf beiden Seiten ein k dazu. Dann habe ich hier 2k ist kleiner n minus 1. Und dann kann ich endlich nach k auflösen.
Das ist also genau dann der Fall, wenn k kleiner ist als n minus 1 halbe. So, und diese letzte Ungleichung, die bestätigt tatsächlich dieses monotone Wachstum bis zur Mitte im Pascalschen Dreieck. So wie wir das im Bild schon gesehen haben. Das heißt, vielleicht als kleines Fazit hier. Also in der Mitte sind die Binomialkoeffizienten am größten. Das heißt in der Mitte also für n über n halbe für gerades n. Und für ungerades n schauen wir uns den Wert hier an. Hier im Pascalschen Dreieck sehen Sie nochmal diese Unterscheidung zwischen geradem und ungeradem n. Also hier war n gleich 0, n gleich 1, n gleich 2. N gleich 3, ja? Also für so ein ungerades n wie so n gleich 3, ist es hier der entsprechend zweite Eintrag, beziehungsweise k ist hier gleich 1. Ja? Und in unserer Abschätzung haben wir gerade gelernt, dass für ungerades n das Ganze maximal ist bei n über n minus 1 halbe. In diesem Fall n gleich 3, hätten wir hier 3 minus 1, das ist 2, geteilt durch 2 ist 1, ja, k gleich 1, so wie es hier steht. Und für gerades n, also hier zum Beispiel n gleich 4, da ist der maximale Wert, der hier in der Mitte, ja, für gerades n kann ich das so ausrechnen. Für gerades n habe ich nämlich eigentlich hergeleitet, ja, so stand es in unserer Herleitung, n plus 1 halbe. Aber wenn wir jetzt, machen wir einfach mal dieses Beispiel n gleich 4, dann hätten wir hier 4 plus 1 halbe, also 2,5. Ja, klar, da müssen wir den die höchste natürliche Zahl wählen, die unter den 2,5 liegt. Also können wir hier entsprechend wählen die n halbe. Ja. Das heißt, fassen wir das Ganze zusammen, was wir uns jetzt in diesem Fazit auch hergeleitet haben. Und Fallunterscheidungen sind hässlich. Deshalb versuchen wir die jetzt zu vermeiden. Also, wir sagen, der Binomialkoeffizient, jetzt habe ich es immer anders abgekürzt, sorry, n über k ist maximal für welches k? Für k gleich untere Gaußklammer können wir schreiben von n halbe. Damit haben wir dann beide Fälle abgedeckt. So, das war also unsere erste Erkenntnis, dieses Lemma hier. Als nächstes wollen wir uns mal anschauen, wenn wir so ein Binomialkoeffizient irgendwie in einem Ausdruck stehen haben, dann ist es meistens ein bisschen hinderlich, sagen wir es mal gelinde gesagt, weil so einen arithmetischen Ausdruck, den möchte man ja meistens so einfach wie möglich darstellen. Da möchte man sich nicht mit so Binomialkoeffizienten herumschlagen. Das heißt, irgendwie ist es vielleicht ganz nett, wenn es einem ungefähr tut, so ein Binomialkoeffizient, falls er vorkommt, irgendwie möglichst genau durch andere Ausdrücke abzuschätzen, nennt man das, und zwar nach oben und nach unten. Und dann rechnet man mit dieser Abschätzung statt dem genauen Wert weiter. Und das ist für viele praktische Anwendungen am Schluss völlig ausreichend. Schauen wir uns mal so ein Beispiel für so eine einfache erste Abschätzung an.
können Sie sich ein bisschen besser vorstellen, von was ich rede. Also, wir nehmen an, N über K kommt irgendwo vor und wir sind jetzt gar nicht so am genauen Wert interessiert, sondern irgendwie an oberen und unteren Schranken hierfür. Und dann könnten wir zum Beispiel weiterrechnen mit N geteilt durch Wurzel K hoch K. Falls es für uns okay ist, wenn wir das ein ganz kleines bisschen überschätzen. Falls wir es unterschätzen dürfen, könnten wir weiterrechnen mit N geteilt durch K hoch K. Das ist eine erste einfache Abschätzung. Dies gültig für 1 kleiner gleich K kleiner gleich N. Ja? Das heißt, statt einem Binomialkoeffizient, was wir hier haben, in diesen oberen und unteren Schranken, das sind Brüche mit Potenzen. Und mit denen rechnet es sich viel leichter als mit solchen Faktoriellen hier, mit diesen fallenden im Binomialkoeffizient. Weil, naja, hier haben wir n mal n minus 1 mal n minus 2 und so. Das ist ein bisschen unhandlich. Hier haben wir immer den gleichen Wert. Den muss man einfach, kann man miteinander multiplizieren. Genauso auf der Seite. Jetzt werden Sie sich sicher fragen, wie kommt denn der hier auf diese ganzen Abschätzungen? Das werden wir jetzt im Folgenden besprechen, diese Abschätzungen herzuleiten. Fangen wir eine neue Seite an. Wir haben es noch im Blick. Was wir jetzt als erstes machen, ist, wir zeigen die untere Schranke zuerst. Der Ansatz dazu ist, ich fange mal an mit n über k und schreibe diesen Binomialkoeffizient als Produkt von k-Brüchen. Also, wir machen es kleinschrittig, zur Erinnerung. Wir haben es zwar zuvor gesehen, aber nochmal, dann brennt sich das vielleicht ein. Das ist die Definition mit der fallenden Faktorielle. Oben multiplizieren wir, so wie ich es hingeschrieben habe, und unten teilen wir durch K-Fakultät. Ja? Und jetzt könnte ich das anstatt auf einen Bruchstrich zu ziehen, auf K-Bruchstriche ziehen. So. Und wir sind ja jetzt am Ende des Semesters, wir sind fortgeschritten, wir können das Ganze auch als mit dem Produktzeichen schreiben. Also wir multiplizieren auf von j gleich 0 bis k minus 1 über n minus j durch k minus j. Ja? Also am Anfang ist j gleich 0, dann habe ich hier dran stehen n minus 0 über k minus 0, also n über k. Beziehungsweise n geteilt durch k. Ich sollte die Ausdrücke auseinanderhalten, nicht wie im Englischen verwenden oder in LaTeX. Und dann gehe ich hoch bis k minus 1. Also ich habe dann hier dran stehen dieses n minus k plus 1. Das ist vielleicht kurz verwunderlich. Moment, k minus 1, k plus 1. Was ist hier passiert? Hier ist passiert, dass wir eine Minusklammer haben. Ja? Also ich könnte das auch schreiben als n minus k minus 1 Heintel. Ja, dann ist es vielleicht klarer. Und na, hier unten, wenn ich das entsprechend einsetze, dann erhalte ich die 1. Auch wieder mit der Minusklammer. Okay, also haben wir das schon mal passend aufgeschrieben. Was uns jetzt diese Darstellung sagt, ist, ausgehend von diesem n geteilt durch k, werden ja jetzt Zähler und Nenner immer gleichmäßig verringert, also gleichermaßen. Überall immer eins weniger, von Schritt zu Schritt. Das heißt, wenn wir uns diese Ungleichung hier anschauen, da haben wir auf der linken Seite n geteilt durch k. Und das hoch k, also das k-fache Produkt mit dem immer gleichen Bruch, n geteilt durch k. Das ist die Idee. Hier starten wir mit n geteilt durch k und werden dann immer kleiner. Das heißt, wir zeigen,
das n geteilt durch k kleiner gleich ist als diese Faktoren, die wir hier haben. Hier haben wir auch k-Faktoren, in der Abschätzung haben wir k-Faktoren. Wenn jetzt jeder der Faktoren kleiner ist, dann passt es. So, diese Abschätzung müssen wir zeigen für alle j, die ich hier spezifiziert habe. Daraus folgt dann diese erste Ungleichung. Schauen wir uns mal an. Also nur noch das müssen wir jetzt im Kopf behalten, wie wir das zeigen können. Wir beginnen mal mit diesem j gleich 1. Und ich sage mal, da ist die Behauptung trivial. Weil, naja, dann steht hier auf der rechten Seite n geteilt durch k. Ja, und n geteilt durch k ist natürlich kleiner gleich als n geteilt durch k. Das ist einfach. Schauen wir uns jetzt den Fall an, dass j größer gleich 1 ist. Dann schauen wir mal, okay, das wollen wir zeigen. N geteilt durch k ist kleiner gleich als n minus j geteilt durch k minus j. Das ist aber genau dann der Fall. Ich mache mal die Brüche weg sozusagen. Ich multipliziere also zunächst mal mit k minus j. Und dann multipliziere ich noch mit k. Dann habe ich das dran stehen. So, jetzt schauen wir mal, was wir dann erhalten. Multiplizieren wir mal aus. Nk minus nj ist kleiner gleich kn minus kj. Aha, wir sehen, das kommt beides mal vor, das können wir wegschmeißen. So, was sehen wir noch? Die Minus, die stören uns vielleicht ein bisschen. Wir multiplizieren dann, ich mache es kleinschrittig, okay. Also minus nj ist kleiner gleich minus kj. Wir multiplizieren jetzt mit minus 1 durch. Dann habe ich nj und kj, aber, das ist ganz wichtig, hat man in der Schule immer gelernt, dann muss ich dieses Ungleichheitszeichen umdrehen. So, jetzt sehe ich natürlich, auf beiden Seiten ist so ein j. J ist größer gleich 1, das heißt, ich darf hier durch j teilen. Das ist das Schöne dran, dass wir ausgeschlossen haben, dass j gleich 0 ist. Was dann übrig bleibt, ist j größer gleich, sorry, n, natürlich n größer gleich als k. Ja, mach's mal farbig, also das j, so fällt's weg. Okay, gut. Und diese letzte Ungleichung, die wir jetzt herausgefunden haben, die ist ja nach Voraussetzung richtig. Mit dieser Voraussetzung, ich scroll hoch, dass Sie sehen, was ich meine, ist das hier. Ja. Das ist die Voraussetzung. Da sehen wir natürlich eindeutig, dass k kleiner gleich als n ist. K ist kleiner gleich als n. Jetzt heißt das, n ist größer gleich als k. Also schreibt mal hin. Nach Voraussetzung richtig. Okay. Und damit ist die untere Schranke gezeigt. Jetzt schauen wir uns die obere Schranke an. Also hier untere Schranke, da oben obere Schranke. Die obere Schranke, ja, ist das hier. Ich schreibe es vielleicht nochmal ab, beziehungsweise kopiere es einfach nach unten. Dann haben wir das immer im Blick, was wir zeigen wollen. Also das ist die obere Schranke. Wir werden hier jetzt die Definition vom Binomialkoeffizient benutzen, also die Definition mit der fallenden Faktorielle. So, und dann schauen wir uns mal den Zähler auf der linken Seite an, das hier, und den entsprechenden Zähler auf der rechten Seite, wenn ich dieses
k-fache Produkt ausmultipliziert hätte, ja, dann hätte ich hier n hoch k stehen. Und dann merke ich, na, Füller her, also Zählervergleich nenne ich es mal. Ich habe hier n hoch diese fallende Faktorielle, wenn man so will. Und das ist kleiner gleich als n hoch k. Okay. Jetzt müssen wir nur noch zeigen, schreib es mal auf, genügt zu zeigen, dann wären wir fertig, dass auch 1 durch k Fakultät kleiner gleich ist als 1 geteilt durch Wurzel k. Das könnte ich entweder hier schreiben, hoch k, oder ich mache hier so die Klammer drumherum. Wenn wir das haben, dann folgt die Ungleichung. Ja, schauen wir mal. Diese Ungleichung hier. Mit Brüchen zu arbeiten ist oft nicht ganz so schön. Das heißt, ich werde die Brüche wieder los. Und dann muss ich nur das hier zeigen. Ja. Und was ich jetzt machen kann, ist, dass ich beide Seiten quadriere. Quadrieren. Was habe ich dann hier stehen? Dann habe ich hier stehen k hoch k. Vielleicht geht es ein bisschen schnell. Nochmal ein Zwischenschritt. Eine Wurzel ist doch hochnehmen mit 1/2. Dann multiplizieren mit k. Und jetzt habe ich gesagt, ich quadriere das Ganze. So. Und hier ebenso. Und jetzt, diese Hochzahlen hier, kann ich alle miteinander multiplizieren. Dann habe ich nur noch dran stehen k hoch k. So. Gut. Das heißt, es genügt jetzt zu zeigen, dass diese Ungleichung richtig ist. Und der Trick, um das zu zeigen, ist fast schon so ein bisschen Gauss-mäßig. So wie er den kleinen Gauss hergeleitet hat. Wir schreiben jetzt K-Fakultät im Quadrat etwas um. Deshalb ist es auch immer so nett, solche Tricks quasi zu können. Irgendwann werden sie dann nämlich zu Standardtricks. Also K-Fakultät Quadrat ist gleich. Naja, 1 mal 2 und so weiter, mal j und so weiter, mal k minus 1 mal k. Und jetzt muss ich natürlich all diese Faktoren nochmal aufschreiben. Jetzt mache ich es in umgekehrter Reihenfolge. K mal k minus 1 mal k minus j plus 1 mal 2 mal 1. Also dieses j hier ist der j-Faktor, wenn ich in die Richtung lese. Ja. Und dieses k minus j plus 1 ist der j-Faktor, wenn ich in diese Richtung lese. Ja. Das ist hier ja auch der zweite Faktor, k minus 1. Minus 1 ist der zweite Faktor. Deshalb muss ich das entsprechend anpassen. Nur so als kleiner Kommentar, dass man es besser versteht. Okay, jetzt schauen wir uns eben die jeweils übereinander stehenden Faktoren in diesen zwei Zeilen an. Und deshalb habe ich dieses j und dieses k minus j plus 1 so aufgeschrieben, dass es klarer wird, wenn ich jetzt nämlich direkt das als Produkt schreibe. Wir multiplizieren auf von j gleich 1 bis k. Und dann haben wir immer diese Pärchen hier. Also j mal k minus j plus 1. Okay. Gut. Und das wollen wir jetzt benutzen, ja, um eben, ich markiere es, diese Ungleichung hier zu zeigen. Das ist ja unser Ziel. Das heißt, wir können das zeigen, nachweisen, indem wir zeigen, dass jeder der k-Faktoren, diese hier, j mal k minus j plus 1, größer oder gleich ist als k. Ich notiere das mal, dass wir das im Kopf haben. Also hier haben wir es noch im Blick.
Ich schreibe wieder auf, genügt zu zeigen. Und zwar wollen wir zeigen, j mal k minus j plus 1, das muss größer gleich sein als k. Und zwar für j gleich 1 bis k. Okay, schauen wir mal an, was wir da machen können. Also, das interessiert uns. Und jetzt überlegen wir uns, okay, das ist genau dann der Fall. Ich bringe einfach mal alles, was dran steht, auf eine Seite. Dann steht hier nur noch größer gleich 0 da. So. Und diesen letzten Ausdruck hier, nehmen wir eine andere Farbe. Was haben wir denn noch nicht? So. Den hier, den schreibe ich jetzt um. So, ich scroll mal wieder, weil hier steht, genügt zu zeigen. Der Rest schert uns eigentlich nicht mehr. Die Übersicht haben Sie ja im Skript, was wir alle schrittweise gemacht haben. Also schreibe, was ist es? Flieder, lila, keine Ahnung. Flieder nenne. Ausdruck. Also, j mal k minus j plus 1 minus k. Was ich jetzt mache, ist, ich schreibe das wie folgt. Ich habe hier, wenn ich es ausmultipliziere, so ein minus j Quadrat stehen. Das entsteht hier doch. Ja? Was ich dann noch stehen habe, in der Klammer, ist k plus 1. Das muss ich mit j multiplizieren. Und dann habe ich noch hinten dieses minus k übrig. Und jetzt sieht das schon so ein bisschen aus, naja, ganz entfernt, wie so eine binomische Formel. Die Idee wäre jetzt, dass wir das in zwei Faktoren schreiben. Mit so einem Minus davor. Es funktioniert, weil ich das so schreibe. J minus 1 mal J minus K. Pausieren Sie hier gerne mal das Video und multiplizieren Sie diesen Klammerausdruck aus und überzeugen Sie sich davon, dass ich Sie hier nicht anflunke. Da denken Sie dann bitte daran, dass da eine Minusklammer ist. Sonst werden Sie da was anderes rausbekommen. Alles klar. Was wir jetzt sehen können oder wozu wir das überhaupt gemacht haben, diesen fliegenden Ausdruck umzuschreiben, ist, dass das, was wir jetzt hier erhalten haben, das ist ein quadratisches Polynom. In der Variablen j mit den Nullstellen, naja, wenn ich j gleich 1 setze, dann wird die erste Klammer 0, habe ich eine Nullstelle. Und wenn ich j gleich k setze, dann wird die hintere Klammer 0. Okay. Und außerdem gilt, wenn j sich zwischen 0 und k aufhält, dann ist dieser Ausdruck hier echt größer als 0. So, Entschuldigung, das muss natürlich eine 1 hier sein, ja? 1 und k waren Nullstellen. So, wenn dann j größer ist als 1, dann ist doch, ich wechsle da mal die Farbe, ist doch das hier größer 0. Und wenn j kleiner ist als k, dann ist das hier negativ. Und dann habe ich in der Summe zweimal was Negatives, also was Positives. So passt's. Und das wollte man ja auch haben. Ja. Und tatsächlich,
Das war alles, was hier zu zeigen ist. Das war die Idee hinter diesen zwei Schranken. Ja, jetzt haben wir so recht simpel darzustellen, einfache obere und untere Schranken hergeleitet. Und ja, die Methoden, die waren jetzt, man muss mal auf die Idee kommen, aber ja, mit dem Stoff, den wir bisher behandelt haben, war das kein Problem. Jetzt hören Sie natürlich parallel die Veranstaltung Analysis. Und vielleicht könnte man ja auch solche Methoden jetzt hier hernehmen, um noch ein bisschen eine bessere obere Schranke uns herzuleiten. Was Sie in der Analysis lernen und besprechen ist, Sie haben da schon mal, wir haben das auch hier in der Vorlesung bereits gemacht, wo es um die Enigma und um fixpunktfreie Permutation ging. Wir können reden über die Eulersche Zahl. Die Eulersche Zahl wird mit E bezeichnet und die ist definiert als der Grenzwert, wenn n gegen unendlich geht, von 1 plus 1 durch n hoch n. Und man kann mit Näherungsverfahren oder sich einfach mal ein paar solche Produkte hier ausrechnen, setzen Sie einfach n groß genug, dass es ungefähr 2,718 und so weiter ist. Was Sie in der Analysis dann zeigen, in der Anna lernt man die Reihendarstellung. Das heißt, man lernt, dass für alle x aus den reellen Zahlen gilt, dass dieses e hoch x gleich ist wie die Reihe von j gleich 1 bis unendlich über x hoch j geteilt durch j Fakultät. So. Was diese Reihe bedeutet, das haben Sie ja bereits im Kapitel über Kommazahlen, da haben wir so einen Ausflug mal in Reihendarstellung gelernt. Also da können Sie nachschlagen, aber am besten wahrscheinlich in der Analysis. Was wir jetzt bemerken können, ist, in dieser Summe oder Reihe, besser gesagt, fällt auf, für x größer gleich 0 sind all diese Summanden, also x hoch j geteilt durch j Fakultät, nicht negativ. Größer gleich 0. Diese Summe ist also sicher größer als jeder ihrer Summanden. Ja? Das heißt, so, das ist, was wir brauchen. Für x gleich k ergibt sich Folgendes. Schauen wir uns mal an, e hoch k. Das ist doch dann die Reihe j gleich 1 bis unendlich über k hoch j geteilt durch j Fakultät. Jetzt haben wir gesagt, okay, diese Summe, diese Reihe ist auf jeden Fall größer gleich als jeder ihrer Summanden. Insbesondere kommt dieses Summand vor, k hoch k geteilt durch k Fakultät. So, das heißt, hier haben wir den Summanden j gleich k aus der Summe herausgepickt. Okay, wenn wir das jetzt umformen, ich schreibe mal okay, genau dann wenn, ich bringe mal, oder lasse nur diese 1 zu k Fakultät stehen, auf dieser Seite, auf der rechten, und auf der rechten Seite ist die kleine Gleichseite, auf der anderen Seite habe ich dann entsprechend stehen e hoch k geteilt durch k hoch k. Ja, also diese Umformung, was ich gemacht habe, ist, ich habe durch k hoch k geteilt, dass Sie das besser nachvollziehen können. Okay, jetzt nehme ich das mal her und sage, wenn das gilt, dann gilt auch, hier multipliziere ich mit der fallenden Faktorielle.
Und auf der rechten Seite multipliziere ich mit was Größerem. Wenn ich hier n hoch k schreibe, was haben wir gesehen? Dass das n hoch k größer gleich ist als diese fallende Faktorielle. Den Rest, den schreibe ich einfach mal ab. Okay. Und damit erhalten wir jetzt folgende obere Schranke. N über k ist kleiner gleich als e mal n geteilt durch k. So wollen wir es ja immer haben. Als einen Bruch, den wir ausrechnen müssen, oder als eine Zahl, die wir ausrechnen müssen, das Ganze hoch k. Das ist also eine neue obere Schranke für den Binomialkoeffizient, die wir jetzt hergeleitet haben. Und ich behaupte mal, diese neue Schranke ist besser, und zwar für k größer gleich 8. Ist für k größer gleich 8 besser als, ich sag mal, unsere alte. Okay, schauen wir das mal an. Warum ist das der Fall? Also besser heißt, dass diese neue obere Schranke, diese hier, kleiner gleich ist als die obere Schranke, die wir zuvor kennengelernt haben. Das war ja n geteilt durch Wurzel k hoch k. Okay, schauen wir mal, ob meine Behauptung richtig ist. Ich ziehe einfach mal die Karte Wurzel auf beiden Seiten. Dann habe ich e mal n geteilt durch k. Ist kleiner gleich als n geteilt durch Wurzel k. Okay, jetzt habe ich auf beiden Seiten dieses n stehen. Das werden wir mal los. Dann habe ich nur noch e geteilt durch k. Ist kleiner gleich 1 geteilt durch Wurzel k. Okay. Wie können wir jetzt weitermachen? Ja, die k's vielleicht mal auf eine Seite sortieren. Dann habe ich hier dran stehen e. Ist kleiner gleich als k geteilt durch Wurzel k. Wir wissen natürlich, aber k können wir schreiben als Wurzel k mal Wurzel k. Und unten lasse ich alles stehen. Jetzt können wir entsprechend kürzen. Zack, zack. Dann haben wir hier nur noch Wurzel k. Wenn ich jetzt quadriere, dann habe ich e Quadrat ist kleiner gleich als k. Nun gut, e Quadrat kann man sich einfach ausrechnen. Diesen Näherungswert für e, den habe ich ja hier umgegeben. E ist ungefähr 2,718. Wenn Sie das mal in den Taschenrechner eingeben und das Ganze quadrieren, dann werden Sie rausbekommen, dass e Quadrat ungefähr 7,389 und so weiter ist. Also tatsächlich, weil k ja eine natürliche Zahl in unseren Betrachtungen ist, gilt das Ganze, wenn k größer gleich als die 8 ist, wie ich eben behauptet habe.